What's up, YouTube? Ach, Freunde, einen wunderschönen guten Morgen in dem Sinne und einen geilen Start erstmal in diesen Samstag, Leute. Nächster Diättag, Leute. Ich nehme euch mit, ihr seid wieder dabei. Mal gucken, was heute so geht. Mal gucken, was die Form sagt, ob flach und dünn. Aber ich würde erstmal sagen, Supplemente reinballern und dann geht's los. So, Friends, ich habe jetzt gerade schon meine Morning Story gemacht von meinen Subs und die zeige ich jetzt mal kurz, dass ihr das auch immer up to date seid. Ich stehe jetzt gerade immer noch ready, bevor ich sie gleich aufräume. Kidney Support 5, Liver Support 3, Cholesterol Support 4, hiervon 4, davon 3, davon 2. Dieses Teil hier, besorgt euch das, Leute. Sorgt einfach, dass ihr durch mit einem trockenen Look durch die Gegend läuft. Mein Handy dreht schon wieder durch. Coaching. Ganzen DMs, heute ist wieder Check-In-Tag kommen. Sorgt einfach dafür, sorry, dass ihr mit einem trockenen Look durch die Gegend läuft, sprich, ihr spült mehr Wasser aus. Heißt, eure Nieren arbeiten einfach mehr. Hier gibt es gleich noch Bro-Check X für die Fahrt. Und dann so, Freunde, jetzt gibt es für euch doch noch einen spontanen Form-Check. Flach und dünn und hässlich. Flach und dünn. Ziehen wir uns mal an. Meine Freunde, ihr habt jetzt gerade normalerweise an der Stelle ein Formcheck gesehen, wie ihr schon erkennen könnt. Und ich würde sagen, flach und dünn. Aber ich würde sagen, gehen wir jetzt mal los. Der denkt sich jetzt auch, der hat kompletten Schaden, aber die kennen mich, die Leute mittlerweile. Leute, machen wir uns auf den Weg. Und was so geht, seht ihr dann. Let's go. Herz klopft wie wild. Es geht ab. YouTube. Freunde, ich habe euch noch gar nicht gesagt, was heute ist, aber ich denke mal, ihr werdet es gleich rausfinden. Und zwar, Freunde, ist jetzt today, heute ist Samstag, the last day before, tomorrow vielleicht auch noch, aber diese Woche ist die letzte Woche, bevor wir richtig anziehen, Leute. Heißt, wir gönnen uns heute auch mal was. Stehen wir wieder vor meinem Lieblingsregal. Da habe ich jetzt einmal die hier. Das ist die Teile, die ich halt, wenn ich den Tag davor gesehen habe, da schon richtig anders wild, Digga. Anders, anders wild. Die und ich hab's gleich. So, aber bevor wir die hier während der Fahrt snacken, also die coole Kiste hier, die könnte ich euch echt, echt ans Herzen legen. Die sind richtig geil. Bevor wir die snacken im Auto, holen wir uns aber erstmal was deftig ist, weil ich hab ein bisschen Hunger. So, erstmal eine kleine Stärkung. Was das ist, zeige ich euch gleich. Freunde, ihr habt es ganz vergessen, ich habe mal eine Insta-Story gemacht. Ich gönne mir jetzt gerade ein Eierbrötchen, weil ich Bock drauf habe. Und das schmeckt einfach geil. Also, bevor die Gummibärchen gesnackt sind, erstmal ein Eierbrötchen. Zeitraffer on. Hopp, hopp, hopp. Ein Gang. Aber ich hab noch Hunger. Wir kommen nochmal nach. Friends, it's time for the next. Und zwar gibt's jetzt was ganz Neues. Chicken! Und das snacke ich jetzt. Zeitraffer. Haben wir geschafft. Und jetzt gibt's auf der Fahrt.
Dinger. Und geil. Ein kleines Problem. Und zwar. Scheiße, jetzt kriege ich das Ding raus. Meine Freunde, wir haben ein kleines Problem. Zwei Dinger sind schon leer. Aber. Wir holen uns mal was. Ich bin richtig enttäuscht. Spielt halt nicht mal mehr Haribo. Der müsste ihre eigene Marke scheiße. Fies. So, Freunde. So, YouTube. Schlümpfe. Und die Kirschen. Die gibt's jetzt. Also Leute, ich hatte die Kirschen hier ewig nicht mehr. Ist auch geil. Scheiße. Kurzes Zwischenfazit, Leute. Wie gesagt, die zwei sind leer. Und hier habe ich die beiden schon aufgemacht. Wenn die Fleisch am Snacken. Und ich sag, geh mal rein. Während dem Cardio esse ich nichts. Schon kotzig, Alter. Schon kotzig wirklich. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Ab geht's. Hellbürger und der Rest vom Project X, Leute, zünden Gesicht. Ist wieder weg. In die Füße, wer hat weniger Fett an sich als ein Kochtopf voller Gürtchen? Bist du shredded, dann ist der Schredder Gegner von den Turtles, es ist Chris Baumann mit einer mega krassen Physis. Ein Papercut, dann sprüht es, ey, das Training immer fürstlich. Und diese Motherfucking Genetik ist nicht üblich, weil sie flach und dünn ist. Way und Smack sind in der Schüssel, ganze Packung wird am Tag vertickt und ist ganz genüsslich. Und bitte, was für Baumgartner, guck, hier kommt der Baumann. Stabile Backsteinmauer, guckst du dir mal seinen Bauch an? Hast du schon mal so ein Bizeps gesehen, so ein Trizeps gesehen? Mit mehr Streifen auf dem Muskeln als argentinisches Steak. Das wie die U. Meine Freunde, we fucking made it. Ihr habt jetzt normalerweise an der Stelle einen flachen und dünnen Formcheck gesehen. Oh, jetzt ist es aber. Jetzt bin ich gefickt. Lange Rede, Doppelkinn. Wir gehen jetzt erstmal ins Auto, hauen unsere Postbox rein und dann geht's weiter, Leute. So, meine Freunde, jetzt wird es Zeit für ein Postworkout. Meine Freunde, jetzt gibt's mein Postwork und jetzt erstmal eine fette geile Bowl. Ich zeig's dir mal kurz. Und zwar haben wir hier einmal unten normales Fleisch, dann haben wir noch Blended Fleisch, das hier. Das ist vegan, das ist normales Fleisch. Dann haben wir hier noch ganz normal Mais und nur ein bisschen Grünzeug und das Reis. Ich snack das jetzt und ihr seht es im Zeitraffer. Let's go. Die kriegt sie gleich im Bowl, aber mit Sesam und sowas drüber zum Mitnehmen und noch. Freunde, jetzt habe ich mir, wie gesagt, schon eine Bowl gegönnt und noch zum Burrito zum Mitnehmen. Die gibt es jetzt auf der Fahrt. Schmeckt. Ich kann mir das jetzt. So, meine Friends, nach einem Raketenangriff, der Jufka oder was auch immer das sein sollte, sind zwar Rap, wurde gesnackt. Jetzt könnte ich mir noch meine Bowls, ist richtig schwer, also ich konnte ja die Gastronomie fahren und essen dabei. Nicht so gut, aber wir müssen uns mal voll machen, Alter, bevor es jetzt ein bisschen angezogen wird, ab Montag. Zap, YouTube. Freunde, wir sind jetzt wieder in Sodi Moli angekommen. Gehen wir jetzt mit 20 Minuten runter, weil wir waren ja gestern schon. Also, lange Rede, Doppelkinn. Wir haben
19:20 Uhr. Und jetzt muss ich klar. Moni, Moni, Friends, it's done. Jetzt geht's Richtung Heimat. Was geht ab, Freunde? 22:07 Uhr haben wir mittlerweile. Ich war jetzt noch im Moni, Moni abzusehen. Meinen ganzen Sachen jetzt gemacht. Möchte waschen. Jetzt denke ich hier schon. Ich habe mir hier ein paar Kartoffeln gemacht. Reststaufen liegen da hinten. Insgesamt ein ganzes Netz voll. Fangen wieder an. 7 Eier. Auf Reis habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr. Ja, weiß ich nicht. Aber voll Bock auf Kartoffeln. Bratkartoffeln. Hab mir ein bisschen Spinat dazu gemacht. Und das snacke ich jetzt. Sagen, let's go. Zeit Kraft. Auf 20 Uhr. Ich bin einfach gerade unten im Bett, habe ich meine Birnen gesnackt und bin einfach eingepennt, ey. Ohne Witz, ey. Scheiße, was ist das, ey? Kerle, Kerle. Egal, dann braucht es meinen Körper jetzt, wie gesagt. Und wie gehabt, wie ihr sehen könnt, wie ihr gesagt, gibt es wieder meine fette Bratkartoffelpfanne mit Eiers, Bratkartoffel und Würfel auf Spinatchen. Dann tue ich jetzt auch mal Gewürzen. Ich snack hier noch raus. Aber wie gesagt, gerade gab es wieder mein Shake. 100 Gramm. Mit Berries. Ich gewürze es einfach hier, weil das dann richtig geil schmeckt. Fragt mich nicht, warum ich das so gewürze, weil es einfach geil schmeckt. Könnt ihr selber ausprobieren. Ich haue da gerne Zimt rein. Ich haue da gerne Koriander rein. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Chili. Ein bisschen Pfeffer. Dann ist es wie ein bisschen Gewürze. Und würzt euer Essen, wie ihr es wollt. Hat jetzt keinen Sinn. Mir schmecken die Gewürze. Wenn ihr jetzt sagt, Zimt baut in einer Nacht 20 Kilo Fett ab und Koriander baut 20 Kilo Muskeln auf, dann funktioniert also. Ja, da finde ich irgendeinen Scheiß, Alter. Dann werde ich Millionär, Alter. Was ich ja vielleicht schon bin dabei. Ich lebe mein Leben, Leute. Nein, ich gewürze das Ganze jetzt. Und dann snack ich das und gehe dann auf jeden Fall schon in die Haya, weil ich übel müde bin. Ich bin bislang vom Essen her. Ich bin auf genügend Carbs gekommen today. Und dann sage ich, ich hau jetzt in die Zeitraffer rein. Danach werde ich wahrscheinlich noch ein paar Beeren snacken, weil ich voll Bock auf Beeren habe und auf Beeren hängen geblieben bin. Leute, da kommt nichts mehr raus. Und dann gibt es noch einen Shake und dann heißt es ab in die Falle fallen. Ja, lange Rede, Doppelkinn, Leute. Ich gewürze das Ganze. Ich sehe zum Zeitraffer. Wir sehen uns morgen im nächsten Vlog. Und da geht es dann wieder. Meine gibt's doch mehr Essen. Also, je nachdem, ob ich schon wieder am Morgen flach bin. Also, Leute, Zeitraffer und ciao.